Mit der Chore hier, heute wieder mit Letztes Sinnvolles Let's Play Orcs Must Die 2 im Koop mit Razzi. Mahlzeit und am Keksefuttern ist er auch. Jo, nachdem wir letztes Mal mit überwältigendem Erfolg diese Map endlich geschafft haben, machen wir jetzt weiter. Immerhin, ne? Oh yeah. Darauf noch ein Keks. Ich sehe diese Map und mein Kopf sagt, geh weg. Okay. Wir bleiben standhaft, sagt er. Naja, gut, dann bleiben wir standhaft. Das lassen wir mal drinnen, sehr traurig leer. Fast zu sagen null, ja? Ja, zwei Staubsauger und ein Schwefel da bisher. Jetzt ist noch ein zweiter Schwefel dazu gekommen. Yay! Dass die guten Fallen doch alle so teuer sein müssen. Ja, sonst wären es ja keine guten. Ich weiß, es hilft jetzt überhaupt nicht. Nie kommt eine Lore angefangen bei einem Rauch. Uff. Und wir kriegen auch deutlich weniger Geld zum Rundenende.
Das macht sich dann doch in schmäleren Verteidigungslinien bemerkbar. Mehr Gegner, härtere Gegner und weniger Geld. Ja, Albtraum war durchaus der richtige Name dafür. Aber ganz so beschissen sind wir ja doch nicht, außer der letzten Runde, wo wir echt rumgegimt haben. Aber Halleluja, ey. Ja. Hast du jetzt gerade meine Eisblöcke abgeschossen? Oh, ich die flog gerade draußen. Hallo. Panzerten Ober da, die machen wir immer noch ein bisschen Sorgen. Die Jungs echt was einstecken können. Ich neige immer noch dazu, in Panik zu verfallen, wenn der erste Schuss nicht richtig sitzt und fange dann irgendwie wahnsinnig hinterher zu schießen. Aber wird's davon auch nicht wirklich besser. Nee, ich mach die Flieger schon, kümmer du dich um die Orks. Ein komisches Spiel. Der Ork hing gerade in der Luft, obwohl er eigentlich hinter mir stand. Läuft doch diesmal gleich sehr viel besser. Noch. Das ist Barrikaden-Level. Ich habe nicht das Gefühl, man kriegt viel zu wenig Geld. Also der Meinung sind, die Barrikaden müssten noch helfen. Und das ist damals alles, was die tun, im Weg ist, stören und im Weg stehen. Da kommen die Fliegerampel an, ne? Also wenn du die übernehmen könntest, dann... Ja, ich beschäftige ich hier so ein bisschen die Orks nebenbei. Ich muss die Flieger nur mal erstmal rauskommen lassen. Es geht die Hälfte des Flakgeschoss. Das ist einfach ins Nirvana. Dafür ist es mir dann doch zu schade. Nirvana ist aber eine coole Band. Ja, aber ich möchte kein Flakgeschoss in sie drin reingesetzt haben. Achso. Nee, hat Kirk wieder den schon gemacht, ne? Auch war ja schlecht.
Die Panzer doch mal bei mir kommen müssen. Ja, bei mir sind sie schon weg gewesen. Oder ich bekomme sie jetzt erst. Müsste der Ferner sein. Ja, bin ich gut hier. Ja, der Bogenschütze aber der ist da gut da drin. Alles sehr gut. Noch? Kommt doch! Muss ich mir eigentlich nicht hinstellen. Falls auch was die Ambition hat dafür. Sehr schädlich. Ja. Wenn ich mich wieder gerade mal in die Höhle der Orks wagen musste dafür und mal mit einem Son Goku Move quasi mir das Ding holen musste, aber es hat funktioniert. Solange es funktioniert, werde ich nicht hinterfragen, was du getan hast. Eingefroren, durchgerannt, wieder zurückgerannt, wieder eingefroren. Das Einfrieren-Ding ist, ist herrlich. So ein eingefrorener Troll geht so schnell kaputt. Die kann rennen, aber die nicht so lang, ne? Okay, rennen ist so eine gute Sache, ne? Also
Wenn man hier guckt, viel Rennen ist hier nicht. Karl Friedrich ist angefallen, na gut. Das ist Kollateralschaden. Ich sehe in dem ganzen Leuchtchen echt nichts mehr. Das sieht doch super aus. Oh, wir haben bewiesen, wir können doch nicht nur rumgimpen. Wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder.